Ja, ich möchte Ihnen in diesem kurzen Video zeigen, wie man das Online-System bedient, das ich Ihnen zur Verfügung stelle. Und nochmal kurz als Hinweis: Sie müssen das natürlich nicht benutzen, wenn Sie was Eigenes haben oder zum Beispiel schon installiert haben aus der Vorlesung von Christian Zerpe, dann wird das alles wunderbar funktionieren. Das hier ist mehr so für die, die das nicht haben. Wir werden in diesem Semester nicht in der Lage sein, Sie zu unterstützen bei der Installation von irgendwelcher Software auf Ihrem eigenen Rechner. Das heißt, wenn Sie Probleme haben damit, dann nutzen Sie dieses Online-System, das hoffentlich etwas problemloser funktionieren wird. Für uns ist es auch ein bisschen ein Test, ob das Ganze geht. Und ich wäre da auch auf Ihre Rückmeldungen gespannt. Zunächst mal den Link zu diesem Online-System finden Sie im LearnWeb ganz vorne. Beginnt mit i5 Jupiter irgendwas. Und damit Sie hier ein bisschen mehr sehen können, will ich das Ganze zunächst mal ein bisschen größer machen. Und nicht nur Sie, sondern ich auch ein bisschen mehr sehen kann. Und ich logge mich jetzt mal hier ein als ein normaler Nutzer, der sich vorher noch nie eingeloggt hat. Das heißt, das, was Sie hier jetzt gleich sehen werden, ist das, was Sie auch sehen würden, wenn Sie sich dort zum ersten Mal einloggen. Zunächst mal, Sie loggen sich ein mit Nutzernamen und Passwort aus der Uni, also aus dem normalen, mit der Sie sich überall einloggen. Und ich melde mich hier mal an. Das dauert leider hier alles ein bisschen länger, aber so, genau. Das ist das, was Sie normalerweise sehen. Hier rechts ist Ihr Arbeitsbereich, in dem Sie normalerweise was eingeben können. Auf der linken Seite haben Sie sowas wie einen File Explorer, so einen Datei Explorer, wo Ihre Dateien stehen. Und Sie sehen schon, einige Dateien sind hier voreingestellt. Einmal gibt es dieses Vorlesung.ipynb und ich gehe einfach mal da drauf. Ja, das dauert hier bei mir jetzt leider ein bisschen länger alles. Und da sehen Sie, das sind grundsätzlich erstmal ein paar Ideen, also ein paar Beschreibungen zur Vorlesung, praxisorientierte Einführung. Wenn irgendwas sich am System ändert, dann würde ich das damit reinschreiben, diese Datei gehört mir. Das heißt, die können Sie auch nicht abspeichern, sollten Sie zumindest nicht. In diesem Augenblick könnte ich sie abspeichern. Das ist ein bisschen komisch. Ich werde dafür sorgen, dass Sie sie nicht abspeichern können. Okay, dann hier links haben Sie einmal diese beiden Verzeichnisse Scripts and Shared. Das interessiert uns nicht besonders. Dieses praxisorientierte Einführung, darin stelle ich Ihnen zur Verfügung die Beispiele aus der Vorlesung und vielleicht auch Beispiele aus den Übungen, also sowas wie Musterlösungen für Aufgaben, damit Sie im Nachhinein die hier nochmal nachvollziehen können. Ich gebe zum Beispiel hier mal in das Vorlesungsbeispiele-Verzeichnis. Und da gibt es zur Einführung in die Modellierung, falls Sie sich das angeschaut haben, da gibt es ein Beispiel, in dem ich nachgerechnet habe, dieses Geburtstagsbeispiel von Christian Schmeiser. Und da gehen wir hier mal drauf. Und da sehen Sie, das finden Sie tatsächlich hier. Und ja, damit können Sie jetzt hier wunderbar arbeiten. Ja. Okay. Gut, Sie konnten das also hier nachvollziehen. Sie konnten Sachen ändern. Sie konnten gucken, was passiert, wenn wir ganz extreme Verteilungen von Geburtswahrscheinlichkeiten haben. Das könnten Sie sich jetzt alles hier tatsächlich anschauen. Und das soll heute nicht unser Thema sein. Deshalb mache ich das mal alles hier wieder zu und gehe mal zurück in das Hauptverzeichnis. Ich hoffe, Sie können das verfolgen, was ich hier tue. Ich bin hier oben in diesem Dateibaum wieder nach ganz oben gegangen und bin jetzt wieder da, wo ich angefangen bin. Und wir wollen mal ein Verzeichnis machen, in dem ich meine Programme nachher abspeichern will. Und ich gehe da mal rein und da würde ich jetzt tatsächlich darin arbeiten. Das wäre sowas, was ich Ihnen auch empfehlen würde. Zunächst mal, Sie können mit SAS Mafia arbeiten. Das sehen Sie hier rechts. Sie können mit Python arbeiten. Gnuplot und Octave sind für uns relativ uninteressant. Ich möchte jetzt hier mit Python arbeiten und Ihnen einfach mal zeigen, wie man ganz einfach dabei Erkenntnisse, auch numerische Erkenntnisse zumindest, gewinnen kann. Okay, wir machen also ein neues Python 3 Notebook und dann sehen Sie zunächst mal, das heißt jetzt im Augenblick Untitled. Ich möchte Ihnen hier was zeigen über Rechnergenauigkeit und deshalb benennen wir das Ding gleich mal um, sonst finden wir anschließend nichts mehr wieder, nämlich Rechengenauigkeit. So, okay.
Gut. Dann würde ich Ihnen immer empfehlen, auch in dieses, die rechte Seite, das eigentlich ein Programm sein soll. Für mich sind das alles Dokumente. Und deshalb, ein Dokument hat eine vernünftige Überschrift. Und auf der rechten Seite sind verschiedene Zellen immer nacheinander. Das werden wir gleich sehen. Und diese Zellen können wahlweise einen Text enthalten oder halt einen Code, also einen Programmiertext enthalten. Ich will oben anfangen erstmal mit einem normalen Text. Das heißt also, Markdown heißt normaler Text. Und ich möchte hier so eine Überschrift haben wie Rechengenauigkeit oder Berechnung der Rechengenauigkeit. Rechengenauigkeit. Und wir wollen das tun in Python. Okay, darin kann ich jetzt einen Text eingeben. Wichtig ist, ganz egal, was man auf der rechten Seite tut, das wird erst aktiviert in dem Augenblick, in dem man hier oben entweder auf den Pfeil klickt, also entweder Run macht, oder einmal Shift Return. Ich werde hier versuchen, dran zu denken, einfach hier immer das zu machen. Und da sehen wir, jetzt haben wir hier eine Überschrift, nämlich Berechnung der Rechengenauigkeit in Python. Wenn Sie es noch ein bisschen besser haben wollen, man möchte das vielleicht zu einer richtigen Überschrift machen. Und da fragt man sich, naja, also wie würde ich das machen? Und dieses Ding heißt Markdown. Da hier unter der Hilfe finden Sie zu diesen Sachen, auch zu dem Jupyter Lab, zum Gesamtsystem, alle möglichen Referenzen. Und wenn ich wissen will, wie markiere ich denn hier eine Überschrift, dann würde ich jetzt hier gehen auf Hilfe, Markdown. Und da gibt es mir Dinge mehr an. Okay, ich kann zum Beispiel kursiv schreiben, ich kann fett schreiben. Und da steht hier vorne, ich kann auch eine Heading setzen, nämlich einfach, indem ich ein Kreuz mache vor diesen Text. Das probieren wir aus. Ich gehe hier vorne zurück und gehe da nochmal rein, klicke das nochmal an. Jetzt mache ich hier Kreuzberechnung, um das zu aktivieren, wieder Shift Return. Und jetzt habe ich es tatsächlich in Großschrift. Ja, also das wollen wir uns jetzt anschauen. Dann, was ist die Idee in dem, was ich hier machen möchte? Ich möchte mir ausrechnen, wie genau ein Rechner rechnet. Und zunächst mal dazu ein ganz kleiner Versuch. Und zwar nehmen wir mal, ich kann hier tatsächlich das einkippen und das wird einfach ausgerechnet. Also 1 plus 1 wäre also gleich, ich lasse das laufen, 1 plus 1 gleich 2. Stimmt. Ja? Leider ist das nicht immer richtig. Ich mache mal hier 1 plus 1 mal 10 hoch minus 8 und das schreibt man üblicherweise in dieser Form. Ups, nicht 10 hoch minus 10, sondern 10 hoch minus 8. Ich lasse das laufen. Ja, es kommt raus 1 plus 10 hoch minus 8. Kein Problem. Jetzt mache ich mal hier 1 plus 10 hoch minus 32. Oh, da kommt 1 raus. Ja, das ist schon mal ein bisschen überraschend. 1 plus 1 also mit 10 hoch minus 32 ist nicht 1. Naja, vielleicht hatte mir das nur ein bisschen falsch angezeigt. Er wollte mich nicht mit so vielen Nullen belasten. Und ich gucke mal, ob die Zahl, die da auf der linken Seite steht, ob die gleich 1 ist. Und testen auf Gleichheit geht üblicherweise immer mit gleich. Also gucken wir mal. Und er sagt, das ist wahr. Ja, also für den Rechner ist tatsächlich 1 plus 10 hoch minus 32 gleich 1. Und die Begründung ist, und das werden wir uns im ersten richtigen Kapitel anschauen, dass so ein Rechner mit einer begrenzten Anzahl von Stellen rechnet. Und diese Anzahl von Stellen ist hier offensichtlich langsam überschritten. Okay, also was wollen wir? Das können wir jetzt oben nochmal reinschreiben. Ein Rechner rechnet mit einer begrenzten Anzahl von Stellen. Wir wollen die Anzahl der Stellen ausrechnen. Ja, und das muss ich wieder aktivieren, also das hier oben. So, okay, zunächst mal ist das hier, das können wir ruhig so stehen lassen. 1 plus 1 erinnert uns daran, dass das tatsächlich stimmt. Ja? Also was bedeutet das? Rechnet mir eine Anzahl, er rechnet einfach falsch. Ja? Ein Rechner rechnet einfach falsch. Okay, wenn 1 plus 10 hoch minus 32 gleich 1 ist, das ist ja eine 1 mit 31 Nullen und dann kommt nochmal, stimmt gar nicht, 1 mit 32 Nullen, 1 mit 31 Nullen und dann kommt nochmal eine 1. Also das ist hier, das ist offensichtlich die Anzahl der Stellen ist offensichtlich kleiner als 32, denn sonst wäre ja 1,000001 daraus gekommen.
Okay, wie könnte ich das jetzt ausprobieren, wie viele Stellen er wirklich nutzt? Na, ich könnte jetzt hier oben, jetzt sehe ich noch 32, versuche ich mal 31. Ja. Ja, ist immer noch wahr und so weiter. Ich könnte das jetzt ein bisschen ausprobieren und ich würde rausbekommen, es ist so ungefähr 16. Nicht ganz genau 16, weil intern der Rechner tatsächlich nicht im 10er-System rechnet, sondern tatsächlich im Dualsystem rechnet. Und deshalb sind die Stellen, Anzahl der Stellen ist nicht so ganz genau. Ich möchte aber das jetzt nicht so aufwendig machen oder nicht so einfach machen vielmehr, sondern ich möchte das mit einem ganz kleinen Programm machen. Und zwar möchte ich diese Rechengenauigkeit Apps nennen. Das ist der übliche Name dafür, den werden wir auch dafür einführen. Und ich setze mal zunächst Apps gleich 1. Und solange 1 plus Apps größer ist als 1, möchte ich die Zahl immer verkleinern. Ich möchte die Zahl immer verkleinern, bis gilt 1 plus Apps gleich 1. Und dann habe ich offensichtlich die ungefähr die größte Zahl gefunden, für die noch die größte Zahl gefunden für die kleinste Zahl gefunden, für die 1 plus Epsilon größer, oder 1 plus Epsilon größer ist als 1, oder die größte Zahl, für die gilt 1 plus Epsilon gleich 1. Okay, gut, also, solange, while 1 plus Epsilon größer ist als 1, macht das Epsilon kleiner. Und ich könnte zum Beispiel durch 2 teilen, ich teile jetzt mal durch 1,001, ja, also ist egal, es wird auf jeden Fall kleiner dabei. Ja. Das heißt also, solange 1 plus Epsilon größer oder 1 plus Epsilon größer ist als 1, macht das immer kleiner und ja, sobald es gleich ist, hör einfach auf. Das heißt, mich interessiert, was ist der Wert von Apps und deshalb gebe ich den hier mal aus. Ich hätte auch einfach Apps schreiben können, aber machen wir das hier mal so. So, gucken wir uns das an, der lässt das laufen und es kommt raus 1,11 mal 10 hoch minus 16. Okay, damit wir das interpretieren können, sollten wir vielleicht das auch erstmal wieder ein bisschen beschreiben. Also, ich gehe hier oben hin und jetzt möchte ich zwischen diese beiden Blöcke hier einen Textblock einsetzen. Also mache ich hier ein Plus, stelle hier unten wieder auf Text und sage IB, finde die größte Zahl, für die 1 plus Apps gleich 1 ist oder die kleinste Zahl, für die 1 plus Apps größer ist als 1. Aber wir suchen jetzt die erste, nämlich 1 plus Epsilon gleich 1. Okay. Gut, das machen wir, lassen das wieder laufen hier vorne und dann haben wir es hier auch ein bisschen schön hingeschrieben. Dann haben wir gesehen, die größte Zahl, die wir rausbekommen, für die 1 plus Epsilon gleich 1 ist 1 plus 1,11 mal 10 hoch minus 16. Und wir machen so eine kleine Erkenntnis hier unten und dazu mache ich mal wieder so einen Markdown hier unten. Das heißt, ich möchte hier jetzt wieder einen Text dran schreiben und das ist mir eben wichtig. Ein Programm ist nichts, was für sich alleine steht, sondern wir sollen daraus irgendeine Erkenntnis ziehen. Und die Erkenntnis, die wir hier haben, ist überraschende, also erstmal ein Rechner rechnet nicht genau. Tatsächlich gibt es Zahlen x mit x größer als 0 mit der Eigenschaft 1 plus x gleich 1. Das ist jetzt im mathematischen Sinne gemeint. Und ja, jetzt kann ich das hier unten wieder laufen lassen. Und naja, das ist jetzt nicht schön. Ja? Mathematisch erwarten wir so eine schöne Formel dabei. Und ich gehe noch mal rein. Tatsächlich kann man daraus auch so kleine Formeln machen. Wenn Sie Tech können, keine Ahnung, ob Sie das können, dann kann man das noch ein bisschen schöner machen. Nämlich ich mache daraus jetzt einfach Formeln. Und lasse das nochmal laufen. Und dann sehen Sie, hat das jetzt auch tatsächlich zu schönen Formeln gemacht.
Okay, wir wollen das natürlich überprüfen, ob das stimmt, was da rauskommt. Und wenn das stimmt, dann sollte man das irgendwo auch bei Wikipedia finden. Und der Name dieser Zahl oder der Name dieser Genauigkeit, das werden wir sehen, ist einfach die Maschinengenauigkeit. Wir suchen also mal bei Wikipedia nach Maschinengenauigkeit. Und da wird uns hoffentlich was angenommen. Ja, genau. Maschinengenauigkeit. Ja, mal gucken. Das hier. So, mal gucken, ob die da angegeben ist. Ich hoffe, dass es da sowas wie eine Tabelle gibt, wo die das für wichtige Rechner tatsächlich anzeigen. Okay, und da sehen Sie schon, das ist hier leider nicht der Fall. Approximation. Ah, das ist genau das Programm, was wir gerade geschrieben haben. Aber leider gibt es hier keine Tabelle, die uns sagt, wie genau das denn nun wirklich ist. Vielleicht gucken wir mal auf den Englisch, auf die englische Seite. Häufig ist das ein bisschen besser. Jetzt muss ich nur suchen, wo kommt man denn hier auf die englische Seite? Okay. Ja. Okay. Ich habe das offensichtlich schon lange nicht mehr gemacht. Englisch in anderen Sprachen, da ist es ja. Genau. Okay, schauen wir uns das auf der englischen Seite an. Und da sehen wir schon die Tabelle, die wir erwarten. Ja, also diese Genauigkeit ist da angegeben. Und jetzt schauen wir mal, haben wir hier irgendwie so ein 1,1 mal 10 hoch minus 16? Ja, haben wir tatsächlich da vorne 1,11 mal 10 hoch minus 16. Und das ist hier Binary 64 oder Double Precision. Das heißt, unser Rechner, unser Python rechnet tatsächlich mit doppelter Genauigkeit. Was auch immer das sein mag, ja, das werden wir uns noch ein bisschen genauer anschauen. Aber auf jeden Fall können wir mal sagen, okay, das ist genau die Zahl, die wir vorne auch rausbekommen haben. Das heißt also erstmal, diese Zahl ist korrekt. Also machen wir hier wieder Markdown. Das ist genau die Zahl, die auch in Wikipedia möchte ich jetzt gerne schreiben. Und am einfachsten verlinken wir das dann. Also Sie haben vorhin gesehen, wie lange ich gebraucht habe, um das zu suchen. Die auch unter. Und jetzt setze ich das hier ein. Also, so ist es leider nicht. Ctrl-V angegeben ist. Für doppelte Genauigkeit. Das heißt, wir können mit Fug und Recht vermuten, dass unser Beispiel korrekt ist. Und ich lasse das wieder laufen. Und dann sehen Sie, jawohl, das wird hier auch richtig angezeigt. Das heißt, wir haben jetzt hier wirklich ein schönes integriertes Dokument, das wirklich dokumentiert, was wir getan haben und eben auch diese mathematische Erkenntnis, in diesem Fall natürlich eine sehr kleine Erkenntnis, tatsächlich widerspiegelt. Ich möchte Ihnen auch noch zeigen, das ist jetzt schön, aber Sie wollen das vielleicht abheften, ja, Sie wollen das als Dokument irgendwie behalten. Und dazu gibt es hier dieses Export Notebook als PDF. Das heißt, Sie können sich das, was Sie gerade gemacht haben, als ein vernünftiges, schönes PDF-Dokument runterladen. Das heißt auch jetzt schon Rechengenauigkeit.pdf. Und mal gucken, was daraus wird. Ah, das kommt jetzt leider hier oben. Ja. Und da sehen Sie es ja. Und das heißt also, das ist jetzt eine schöne Dokumentation dessen, was wir gemacht haben. Das Ergebnis ist dabei, die Interpretation des Ergebnisses. Und das werden wir jetzt so einfach nicht wieder vergessen. Ja, okay. Also ich hoffe, das war relativ einfach. Und was wir jetzt tatsächlich machen mit dieser Maschinengenauigkeit, das werden Sie im Kapitel über Rechengenauigkeit sehen.